Moin Freunde, was geht ab? Willkommen mal wieder bei richtig geilem Wetter auf meinem Bike. Mal wieder ein Motovlog, aber diesmal ein bisschen gemixt auch mit einem etwas sehr informativen Thema, und zwar nämlich das Geheimnis zu meinen cinematischen Motovlog-Aufnahmen mit meiner GoPro. Wie mache ich das? Was mache ich? Und warum sieht das so aus, wie es aussieht? Wieso sieht mein Footage so aus, wie es aussieht? Also wieso sind diese Linien alle verschwommen, wenn ich dran vorbeifahre an irgendwelchen Sachen? Wieso sieht das so schnell aus? Das Auto, was hier vorbeifährt, warum sieht das so fucking schnell aus? Das hat bestimmte Gründe, die erzähle ich euch auch gleich gerne. Aber bevor ich euch jetzt alles verrate, wollte ich nur noch mal darauf hinweisen, dass in meiner Beschreibung auf jeden Fall alle Links zu den Produkten, die ich benutze, vorhanden sind. Und hier wollte ich auch nochmal betonen, das sind halt alles Affiliate-Links, das heißt, das sind Partner-Links bei Amazon. Wenn ihr da jetzt über den Link einkauft, müsst ihr nichts zusätzlich bezahlen, aber ihr supportet mich. In dem Sinne, dass diese Werbeleistung, die ich hier tätige, im Prinzip, weil ich ja diese Produkte bewerbe, bei Amazon von euch gekauft werden und ich kriege dann davon so eine kleine Provision oder so. Und wie gesagt, das ist für euch komplett kostenfrei, ihr müsst nichts zusätzlich drauf zahlen und trotzdem kriege ich nämlich ein bisschen Support, was ich natürlich mega feiere und was mega korrekt wäre. Wenn ihr quasi euch entscheidet, über den Link zu kaufen, würdet ihr mich im Prinzip damit supporten, und ich betone hier nochmal, ohne dass ihr wirklich zusätzlich was dafür zahlen müsst. Mir ist was in die Fresse geflogen. So, jetzt kommen wir zum Thema. Also warum sieht das so aus, wie es aussieht? Warum sieht das Fahren bei mir so schnell aus, obwohl ich gerade nur 60 fahre? Das liegt an zwei Dingen. Erstens, ich benutze ND-Filter. Was machen ND-Filter? ND-Filter dunkeln einfach das Bild ab. Das ist wie so eine Sonnenbrille für die Kamera. Okay? Mehr ist das gar nicht. Dann, das zweite, was ich mache, ich filme mit der GoPro nur manuell. Also ich habe jetzt eine lange Zeit gebraucht, um diese ganzen Settings herauszufinden, die für mich am besten funktionieren. Also das ist mein Stil jetzt, ja. Das ist nicht das, ich sag mal, perfekte Vlogging-Setup. Also perfekt ist ja immer ein bisschen schwierig zu definieren. Aber es ist für mich perfekt. Ich liebe den Look. Ich finde das genauso geil. Ich finde es geil, wenn die Leute genauso fühlen können wie ich, während ich fahre, wie schnell ich fahre. Und das sieht eben durch diesen Look auch schnell aus, weil der ND-Filter macht es halt. Beziehungsweise die Kombination aus ND-Filter und den Settings, den manuellen Settings an der Kamera. Ich werde jetzt gleich auch mal eine Strecke raussuchen, wo ich dann halt mit dem Bike fahre. Und da werde ich einmal mit dem ND-Filter fahren und einmal ohne und die Kamera-Settings so anpassen, dass man halt natürlich ein vernünftiges Bild hat. Und da werdet ihr auf jeden Fall den Unterschied sehen, denke ich. Das wird krass. So Leute, ich hoffe, ihr seht den Unterschied. Also das Footage ist mit dem ND-Filter viel verschwommener drumherum hier. Das Footage mit dem ND-Filter ist drumherum quasi viel verzerrter, viel verschwommener. Das kommt dadurch, dass ich halt fahre, und in der Geschwindigkeit wird das unscharf. Und wenn ich jetzt mit dem ohne den ND-Filter filme, dann ist das so, dass alles jetzt scharf aussieht, und das ist einfach total unrealistisch. Also das gibt's einfach nicht. Also so sieht das nicht aus. Und ich fahre aktuell halt 50, so wie vorhin die andere Runde bin ich auch 50 gefahren. Und ihr seht halt, alles ist super scharf, das sieht einfach unrealistisch aus. Und das ist halt nicht der cinematische Look, den ich haben will. Sondern ich will wirklich, dass man das fühlen kann, wie ich fahre. Und deswegen die manuellen Einstellungen und eben auch der ND-Filter. Ihr müsst den Shutter auf 1/60 bekommen. Dann könnt ihr nämlich dieses Verschwommene hier kreieren. Und das ist das Ding. Das ist dieses Geheimnis an dem ND-Filter. So, und je nach Helligkeit müsst ihr eben einen stärkeren ND-Filter nehmen oder einen schwächeren. Ich habe jetzt hier bei Tageslicht, das ist, glaube ich, 15 Uhr, blauer Himmel, ein ND16 auf der GoPro. Und das ist jetzt für diese Lichtverhältnisse, würde ich sagen, optimal. Für meinen Stil zumindest. Und ihr seht auch hier, also das sieht alles halt super, super scharf aus. Und
mit dem ND-Filter betont sich auch quasi das Fahrzeug. Also ihr seht dann im Prinzip, während ich fahre mit dem ND-Filter, dass der SMC ganz scharf ist und alles andere so ein bisschen verschwommen, verwischt durch dieses Fahren, durch diese Geschwindigkeit. Und das habt ihr halt ohne ND-Filter nicht. So, ich packe den ND-Filter auch mal wieder drauf. So. So seht ihr mich mal. So viel zum Thema ND-Filter und den Einstellungen von der Kamera. Ich zeige euch das später ganz am Ende des Videos nochmal, wie ich die genau eingestellt habe. Dann hole ich noch eine Kamera dazu und nehme den Bildschirm von der GoPro auf. Und was gehört noch zu meinem Setup von der GoPro? An meinem Helm. Ich habe den GoPro-Mount an meinen Helm geklebt. Und zwar auf meinen Motocross-Schirm oben. Und der ist mit Sugru geklebt. Total geiles Zeug. Das ist auch nicht so teuer, ist super günstig eigentlich. Das ist so eine, ja, so eine, was ist das? Wie so, keine Ahnung, das ist so eine Klebepaste, die sich halt dann verhärtet. Und ihr könnt eben im Prinzip diese Paste dann irgendwo auftragen, halt an dem Mount und an dem Helm. Und dann, nach einem Tag, ist das fest. So, natürlich ist das nicht alles, was zum cinematischen Look gehört. Natürlich bearbeite ich das ganze Footage am PC nochmal. Mit einem bestimmten Color Grading und Belichtungskorrektur und so. Tatsächlich mache ich das bei meinen Motovlogs so sehr, sehr grob. Da gebe ich mir bei meinen Jobs, also bei meinen Aufträgen, grundsätzlich mehr Mühe. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich die Motovlogs auch unbedingt schnell fertig haben will, weil ich sehen will, wie die halt dann am Ende werden. Weil die mir aktuell auch sehr viel Spaß machen. Von daher, vielleicht gebe ich mir da mal mehr Mühe irgendwann. Aber ich bin somit erstmal zufrieden, wie es aussieht auf jeden Fall. Und wenn ihr da auch wissen wollt, wie ich das mache, schreibt uns in die Kommentare. Supportet mein Video auf jeden Fall und teilt es fleißig. Und vielleicht überlege ich mir dann auch nochmal ein Video zu machen, wie ich das Ganze am PC bearbeite, damit das Footage schön crisp aussieht. Und auch vielleicht, was für Presets ich benutze, beziehungsweise mein Preset. Ja, also ich freue mich da natürlich immer auf euren Support und bin dafür auch auf jeden Fall auch sehr, sehr dankbar. Was für euch vielleicht noch interessant sein könnte, wäre, warum ich die ISO immer auf 100 habe. Das hat einen ganz einfachen Grund. Je höher die ISO, desto größer wird auch das Bildrauschen im Bild. Und ich will immer die größtmögliche Qualität aus meinem Bild haben, deswegen halte ich die ISO immer möglichst auf 100. Falls ihr mein Night Ride Video gesehen habt, das mit dem Pure Sound, da hatte ich die ISO nicht auf 100, sondern auf 800. Da seht ihr auch, dass das Bildrauschen vorhanden ist. Und das gefällt mir auf jeden Fall nicht. Das gehört nicht zu meinem Look und das will ich eigentlich auch nicht haben. Deswegen ISO immer auf 100, damit ihr kein Bildrauschen habt und einen möglichst clean Look. Also cleaner Look ist das, was ich auf jeden Fall feiere. Und wenn ihr da auch sowas haben wollt, dann würde ich euch empfehlen, wow, dann würde ich euch empfehlen, einfach die ISO auf 100 zu lassen und ihr habt eigentlich somit immer die beste Qualität von eurem Footage. Ja, also ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, dieses Polar Pro Set zu holen, weil das ist einfach nur echt geil und ich bin so viel glücklicher mit dem Footage jetzt als vorher ohne das Set. Ich bin auch mega zufrieden tatsächlich mit der Qualität und die Technologie dahinter ist auch echt geil. Also das funktioniert alles über einen Magneten. Ihr müsst einfach nur so ein kleines Stück Gehäuse dran packen, da müsst ihr nichts, das ist überhaupt nicht aufwendig. Also nur ein mega kleines Stück Gehäuse dran packen und dann könnt ihr schon mit den ND-Filtern einfach nur so dran poppen, die Magnete. Also mega, mega easy. Und dann würde ich sagen, switchen wir jetzt zu meiner Crib, denn dort erkläre ich euch nochmal genau, wie ich wo was einstelle an der GoPro. Und dann wisst ihr Bescheid und könnt das in euren Videos selber machen. Und dann hoffe ich, sehe ich ein paar geile Motovlogs von euch auch mal. Also, bis gleich in der Crib. Okay Leute, willkommen in der Crib. Das ist mein Setup. Ignoriert die Helmfrisur. Ich bin ja gerade vom Biken gekommen. Also, die GoPro hängt hier am Schirm, wie gesagt. So könnt ihr das besser sehen. Hier hängt die dran. Und hier ist der Sugru-Kleber. Ich habe echt nur den GoPro-Mount genommen und den Kleber darunter gepackt zwischen dem Schirm und dem Mount und das hält wirklich super, super gut. Und das ist auch das Einzige, was das hält. Also das ist wirklich perfekt. So, wir holen mal eben die GoPro raus.
mega easy. Und ja, das ist die 8er. Die benutze ich fürs Motovloggen. Und ich bin zum ersten Mal in meinem ganzen Leben mit einer GoPro zufrieden von der Bildqualität. Und das ist wirklich super geil mit der 8er. Und mit dem ND-Filter. Ihr seht schon, der ND-Filter war schon drauf. Und der wird so einfach dran montiert. Also wirklich ab und dran. Und es ist fest. Also es ist wirklich fest. Dem könnt ihr wirklich vertrauen. Das fliegt dann nicht weg. Und aktuell habe ich den ND16 drauf, wie ihr sehen könnt. Das Ganze wird mit diesem Ding hier befestigt. Und zwar ist es einfach nur im Prinzip so eine Klammer, die die Linse hier umrahmt. Und hier sind Magneten dran, womit ihr den ND-Filter dran packen könnt. Mega geil und mega simpel und funktioniert wirklich perfekt. So, das Ganze Polar Pro Set wird in diesem Ding hier geliefert, in dieser Tasche. Auch sehr geil. Oh shit, mein Ersatzakku. Ich lagere da immer meinen Ersatzakku drin und so ein Tuch zum Saubermachen. Da passen auch zwei Akkus rein. So und so. Und jetzt habt ihr hier die Auswahl zwischen ND8, ND16 und ND32. Ich hoffe, ich habe es in der richtigen Reihenfolge gemacht und mein Akku ist halt da drin. Und das war es auch schon, aber wirklich mega praktisch, mega kompakt und damit macht ihr geiles Quality Footage. Jetzt kommen wir auch zu den Einstellungen von der GoPro. Die zeige ich euch jetzt auch nochmal. Und jetzt seht ihr schon meine Einstellungen. Also ich habe hier 4K, 30 FPS und Superview. Das habe ich auch alles so eingestellt, dass ich das direkt hier alles antatschen kann. Und zwar hier oben links den Shutter Speed. Da seht ihr schon 1/60. Seht ihr das? Ist ein bisschen schwer vielleicht zu erkennen, so besser. So, da 1/60. Warum? Ich habe 30 FPS und ich muss immer den doppelten an Shutter Speed nehmen. Das ist einfach eine goldene Regel für Filmmaking. Und so kriegt ihr auch diesen Look. Okay? 1/60. Dann habe ich den Superview halt an. Das sind 16 mm Brennweite. Da 16 mm Brennweite auf Superview. Und ISO habe ich auf 100. Und diese Einstellungen sind fest, die verändern sich nicht, nie. Und ihr seht auch schon, das Bild ist ein bisschen überbelichtet. Ich kann euch das mal zeigen. Ich nehme jetzt einfach mal auf mit der GoPro hier. Sieht überbelichtet aus. Jetzt hole ich mal eben den ND-Filter und dann tue ich den mal drauf. Jetzt hole ich den ND-Filter, pack den einmal drauf und schon seht ihr, dass hier rechts im Bild alles korrekt belichtet ist. Hier ist es zwar ein bisschen dunkel, aber das ist ja auch realistisch, weil hier ist ja Schatten. Ich will ja, dass das Bild realistisch ist. Ich will, dass ihr fühlt, was ich sehe. Also ich will, dass ihr seht, was ich sehe. Und deswegen ist es so perfekt, so wie es ist. Und wenn ihr jetzt nur im Schatten fahrt, empfehle ich euch, tut einfach den ND8 drauf. Und so habt ihr dann auch gut ausgeleuchtetes Bild, was ihr super graden könnt. Aber wenn ihr jetzt so ein bisschen Mischlicht habt, das heißt, ihr fahrt durch Schatten und Licht, würde ich immer den ND16 nehmen. Und wenn es extrem hell ist, also wirklich extrem, extrem hell, dann würde ich den ND32 nehmen. Ja, das sind die Settings für die 4K-Einstellung. Und wenn ihr jetzt Slow Motion aufnehmen wollt, also quasi mit 60 Frames, dann würde ich das Ganze so einstellen. Hier einmal auf die Einstellung gehen. Dann habt ihr hier 4K 60, aber ihr wollt jetzt 4K 30 FPS. Aber ihr wollt jetzt ja 60 Frames, damit ihr eine Slow-Mo machen könnt. Das geht auch, ist kein Problem. Ihr müsst dann einfach nur hier auf natürlich 60 Frames drücken. Okay. Jetzt habt ihr 60 Frames. Und müsst den Shutter Speed aber anpassen. So. Sprich, das hier muss jetzt nicht 1/60 sein, sondern das muss jetzt 1:120 sein. Und da seht ihr schon, jetzt ist das Bild schon sehr dunkel. Ich nehme eben auf. Und dafür ist jetzt alles in Slow Motion im Prinzip, beziehungsweise ich habe die Auswahl, ob ich das in Slow Mo machen will oder nicht. Und was wir jetzt machen ist, wir tun jetzt einfach den ND8 drauf und dann müsste das auch passen. Also ihr seht hier jetzt rechts zum Beispiel, das Bild ist total überbelichtet, ne? Und das ändern wir jetzt mit dem ND8. Zack. Jetzt habt ihr Slow Motion und genau dasselbe Bild. Natürlich wird jetzt das Verschwommene nicht mehr so geil sein wie bei 30 FPS, weil ihr habt halt 60 FPS und einen Shutter von 120. Also der Shutter macht quasi dieses Verschwommene in der Bewegung aus. Nichtsdestotrotz habt ihr natürlich trotzdem immer noch diesen Effekt, auch bei Slow Motion, weil ihr keinen Shutter von 480 oder sowas habt, sondern nur von 120. So Leute, ich hoffe, ich habe euch alles möglichst ausführlich erklärt, wie ich das mache mit der GoPro und meinem Footage. Und ich hoffe, ihr habt damit viel Spaß mit dem Knowledge, mit dem Wissen. Und wie gesagt, wenn ihr mich supporten wollt und die Produkte ohnehin kauft, ihr könnt mich kostenfrei supporten, indem ihr einfach über den Affiliate-Link unten in meiner Beschreibung die Produkte kauft.
dann kriege ich nämlich eine kleine Provision oder sowas und habe ein bisschen Support von euch, was mich natürlich mega freuen würde. Und ich werde euch auch alle Links natürlich dazu packen zu dem Zubehör, was ich noch habe, also SD-Karte etc. Und da sind auch noch viel mehr Links von meinem allgemeinen Videografie-Equipment. Von daher, ja, viel Spaß euch mit dem neuen Setup und ich freue mich auf euer Footage, Leute. Ansonsten, wie auch im Vlog schon gesagt, wenn ihr sehen wollt, wie ich das Ganze grade, schreibt unten in die Kommentare, macht es irgendwie kenntlich, dass ihr es wissen wollt, weil ich habe jetzt keinen Bock, quasi ein Video vom PC zu machen, ohne dass sich das jemand anschauen möchte. Von daher, sagt Bescheid, Leute, wenn sich da irgendwie genug Leute dafür melden und Interesse haben, würde ich das auf jeden Fall in Angriff nehmen. Ansonsten würde ich es einfach jetzt dabei belassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Achso, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ich wurde nämlich jetzt dazu verdonnert, auch mal ein richtiges Outro zu machen von Niklas. Wer Niklas nicht kennt, checkt den mal aus, falls ihr euch für Schrauber-Videos interessiert. Einfach mal hier irgendwo abchecken, ist verlinkt auf jeden Fall. Und wie gesagt, hier ist ein vernünftiges Outro für euch.